Und hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Von der Erweiterung her, Knights of the Fallen Empire. Ja, wir hatten eine gute Landung, weiß nicht wieso, aber nachdem ich das Spiel gestartet habe, sind wir ja jetzt hier durch. Also da gab es, ja, mal gesehen, dass es da einen kleinen Weg gab, den man gehen musste. Und das ist der jetzt hier sozusagen. Ich habe gerade 5 Nachrichten, ich würde die trotzdem ganz gerne mal einmal mir aufrufen wollen. Schauen, was dabei ist. Wahrscheinlich via Spam und irgendwas mit ja, genau. Das kann ich jetzt ja einmal hier nachher als Spam oder Belästigung melden. Als Spam. Danke für die Übermittlung. So, Millimoon. Genau, wie auf YouTube besprochen. hier die Ingame-Mail und die Freundschaftsanfrage. Das ist zum Beispiel ganz nett. Millimoon, das kann ich ja dann. Ich glaube, das war so. Wie war das? / G invite Millimoon. Der Spieler ist nicht online oder existiert nicht. Muss online sein, um in die Gilde einzuladen. So viel steht schon mal fest, falls du es sehen solltest. Ja. So, danke, dass du Teil der Star Wars The Republic Community und im 4. Mai 2018 zu feiern erhält diese Nachricht ein. Ja, wie ihr seht, ich war etwas länger nicht online. Ja, ich hatte ja noch ein paar Folgen eigentlich im Back gehabt. Wollte eigentlich jetzt die letzten Tage SW Tor aufnehmen. Aber sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, also beziehungsweise Streams, ne, aber auch so auf Mittag. Also wie gesagt, ich hatte da auch nicht so viel Zeit. Jetzt aber wieder sieht es ein bisschen besser aus in meiner Planung her. Von daher kann es jetzt auch ganz gut eigentlich weitergehen. Wieso haben wir denn hier oben immer noch 2 Nachrichten zu stehen? Freunde? Wer? Ja, den Typen, den habe ich ignoriert. Der war dumm. 2 ungelesene Nachrichten. Besuche das Post... Bin ich doch gerade da. Ach ja, Kira Carson. Ah, hier, da. Und hier auch noch was. Coole Sache, da haben wir noch ein paar Sachen. Warte mal. Kira Carson, knappe Sache, Rom. Ich freue mich auf etwas Zeit mit euch allein. Meint ihr, wir können... Was? Meint ihr, wir können die anderen überreden, die Nacht zur Abwechslung auf der Planetenoberfläche zu verbringen? Kay. Okay. Ist mir noch nicht aufgefallen. Knappe Sache. K. Also wie gesagt, Kira ist jetzt irgendwie gerade auch nicht so da. Mir gefällt eigentlich HK55 eigentlich ganz gut. Aber ich will lieber dann, wenn es jetzt geht. Warte mal, wo war das jetzt? Fähigkeiten. Nein. Was hat er nochmal Nussi gesagt? War das J? Nein. War das S? D, L. Okay, was? Achso, Offline-Mitglieder anzeigen, natürlich doch. Na, da nicht, da nicht. Ö, Y, X. Ich habe gerade echt... Ah, da. Crew-Fähigkeiten. Nein, N. N war das. N wie Nordpol. Gefährten rufen. Wahrscheinlich muss ich ihn erstmal wegschicken. Enttäuschungssubroutinen aktiv. Und dann holen wir uns mal die Lana her. Kann ich die nicht rufen? Nicht verfügbare Charaktere. Gefährten. Okay. Also ihn kann ich rufen, Systeme aber sie nicht. Online. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen mit HK 55. Sollte ja kein Problem sein. Und los geht's. So. Welche Sumpfschleicher? Kann ich... okay, cool. Ich kann mein Tierchen rufen. Und wir müssen jetzt hier hin. Untersuche das technologische Objekt. Ah, natürlich sind da auch Sprungtruppen. Da wollen wir mal. Rollenauswahl, Tank. Dann greif ihn mal an. Lassen Sie den Fleischsack in Ruhe!
Ich mag ihn. Lassen Sie den Fleischsack in Ruhe. Ziel inaktiv. Der Schrott scheint nicht zu dem großen Objekt zu gehören, das HK 55 entdeckt hat. Böser HK, böser HK. Das muss dann hier weiter durch sein. Sprungtruppler. Stabilisierung. Abschlussliste plus 1. Ja, also wie gesagt, sein Sarkasmus-Level ist relativ hoch bei HK55 und das gefällt mir. Ja. Ist halt nicht so manchmal wie ein nerviger C3PO. Hat er das gesagt? Darf er das? Ja, ich glaube, das darf ich. Ich meine, klar, das sind die Ikonen der Ikonen, aber... Aber nein. Ja. Da oben ist ein größeres Sumpfmünster. Ach, ein Sumpfrancor. Ein Sumpfrancor. Kannst du dich nochmal bitte einmal zu mir drehen? Der sieht schon nicht schlecht aus. Ach, greife ihn doch einfach mal an. Sterben Sie einen schrecklichen Tod. Deswegen mag man ihn eigentlich. Also wie gesagt, in KOTOR habe ich ihn sowas von geliebt. Feind eliminiert. Weil er einfach immer so gesprochen hat wie jetzt die ganze Zeit. Ein Story-Beruch. Besiege Sumpfbestien. 1 von 25. Ach, Bonus. Ah, okay. Habe ich, Kondition gesteigert. Abschussliste plus 1. Ich glaube, ich bin die geschickt außersehen irgendwie entgangen. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie ein... Bonusmission war. Ich meine, man achtet ja nicht immer drauf und naja, okay. Dass man es mal vielleicht außer Augen verliert. Ein Goldi. Dann warten wir mal kurz auf die hier. Sterben Sie einen schrecklichen Tod. Ach, verdammt. Feind eliminiert. Status des Ziels leblos. Den können wir ruhig noch mitnehmen. Ach, den müssen wir sogar mitnehmen. So, jetzt warten wir mal kurz, bis es ein bisschen abgeklungen ist. Lassen Let's go. Sie den Fleischsack in Ruhe. Ich glaube, das müssen wir sogar mit HK55 machen, die Mission. Deswegen konnten wir Lana nicht nehmen. Bewunderung. Es ist eine wahre Freude, Ihre Fähigkeiten aus nächster Nähe zu beobachten, Herr. Herr? Klarstellung. Mistress Beniko änderte meine Programmierung, Mistress. Bevor wir sie befreit haben. Ich werde Ihnen mit der gleichen unübertroffenen Loyalität dienen wie ihr. Ihr Überleben ist im Moment sogar meine höchste Priorität. Ich bin nicht wichtiger als Lana oder Koth. Bevorzuge mich nicht. Zugeständnis. Ich werde meine Prioritäten wie gewünscht anpassen, Herr. Plaudern. Sie sind so selbstlos, wie alle gesagt haben. Wiederaufnahme. Sollen wir fortfahren? Ach ja, Mann, waren da Zeiten früher. Also was heißt Zeiten so früher? Ich meine,
Wo ich das allererste Mal KOTOR entdeckt habe. Das hat echt Laune gemacht. Vor allem, wie das dann alles so langsam anfängt, ne? So mit seinem Lichtschwert zusammenfinden, die ganzen Teile. Okay, später habe ich dann, weil es mir dann einfach zu lange gedauert hat, habe ich mir das dann einfach schon zusammengemoddet zum Anfang. Weil scheiß auf diesen Trainingsschwert und hast du nicht gesehen. Oder Übungsschwert, was man da hatte. Ernsthaft. Niemand verletzt meinen Herrn. Status des Ziels? Leblos. Warte. Welcher Kampf? Ach, da kommen auch noch zwei. Feind eliminiert. So. Oh, was Blaues? Ist das das Objekt, das du auf den Sensoren gesehen hast? Verifizierung. Jawohl. Ein weiterer Scan lässt darauf schließen, dass dieses Objekt seit mehreren Jahrhunderten hier ist. Jahrhunderte? Unter all dem Schrott hier draußen musstest du ausgerechnet die Antiquitäten finden? Beobachtung. Sichtbare Bauelemente entsprechen weder einer älteren noch einer modernen Sakul-Kultur. Nicht von Sakul? Ist es denn möglich? Er handelt manchmal etwas ungestüm. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Ein antikes Schiff, natürlich. Sieht irgendwie aus wie ein altes Raumschiff. Das ist die Gravestone. Das ist das einzige Schiff, das es mit der ewigen Flotte aufnahm und siegte. Habt ihr eine Ahnung, wie lange schon danach gesucht wurde? Und wir stolpern einfach so darüber? Ihr behauptet, dieses Schiff hätte gegen die ewige Flotte gewonnen? Und jetzt verrostet es in einem Sumpf, während die Flotte noch da ist? Die Flotte ist noch älter als Valkorion. Vielleicht sogar älter als Sakul. Die Schlachten fanden vor Jahrhunderten statt. Niemand kennt die ganze Geschichte. Aber die Gravestone kennt jeder. Ein Schiff mit genug Feuerkraft, um die ewige Flotte auszuschalten. Das ist Schicksal. Wir finden euren Fremdling und stoßen genau auf die Waffe, die wir brauchen. Wir werden siegen, Lana. Das ist unsere Bestimmung. Das ist sicher kein Zufall. Aber Bestimmung? Ich glaube, hier geht etwas anderes vor sich. Glaubt ihr, das hier ist eine Falle? Nein, das nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Wollen wir uns da drin mal umsehen? Feststellung. Lebenszeichen in der Nähe weisen auf Raubtiere hin, die dieses Wrack als Brutstelle nutzen könnten. Ich rate zur Vorsicht. Wir teilen uns auf, kümmern uns um die Wildtiere und treffen uns dann wieder, um das weitere Vorgehen zu planen. Das wird schon wieder. Okay, werde die Bestien los. Okay, diese Tür ist verschlossen. Da sind echt einige.
Abrechnung 16, 17, 22. Oh ja. Vier von sechs. Diese Kreaturen sind nicht gerade raffiniert. Die Beute, die sie sonst jagen, kann keine große Herausforderung sein. Ja! Diese Viecher ausschalten? Sehr einfach! Ein Kinderspiel! Ah, schaut mal, da sind noch mehr. Ich dachte, ich habe gerade irgendwie so ein Holocron gesehen, aber das war nur das Aufblitzen, ja. Los, Aufmerksamkeit, Tiere, Aufmerksamkeit auf mich, bitte. Wird jetzt eigentlich relativ schnell zu erledigen sein. Ah, cool. Ach, er hat die Rolle als Healer? Nee, dann als Tank. Lieber als Tank. Dann greifen wir an. Das wird schon wieder. Und tschüss. Oh, da sind irgendwelche Eier oben. Ich denke mal, das sind auch von den Tieren oder so, die hier sich niedergelassen haben. Aber das soll jetzt hier wirklich alles die Gravestone sein? Sieht wirklich übersumpft aus. Oder versumpft. Vielmehr. Der endlose Sumpf. Nach dem Schaden, den du verursacht hast, konnten sie nur dort sicher landen. Und wenn sie nicht sicher gelandet sind? Das werden wir noch früh genug erfahren. Sprungtruppen, das Gebiet durchkämmen. Konzentriert euch auf Gebiete mit hohen Metallsensorwerten. Ich habe die Sicherheit im Carbonitgefängnis geleitet. Ich bin bereit, mich demütig für mein Scheitern zu verantworten. Schwester. Seine Antwort hat mir nicht gefallen. Sie macht echt kalten Prozess. Also, zack, tot. Kurzen Prozess, nicht kalt. Oh Gott. Ja, ich höre lieber auf zu reden. Dieses Schiff ist also schon seit 1000 Jahren hier? Was noch? Genau. Es ist unglaublich, dass es trotz allem noch in einem so guten Zustand ist. Dem Schaden nach zu urteilen, sind die Geschichten wahr. Die Erbauer der Gravestone müssen sie nach dem Sieg über die ewige Flotte hier aufgegeben haben. Sie wurde nicht abgeschossen. Die Flotte wurde besiegt, aber nicht zerstört. Valkorion hat sie unter seine Kontrolle zurückgebracht, vor mehr als einem Jahrhundert. Ganz genau. Die ewige Flotte ist komplett automatisiert. Niemand weiß, wer sie erbaut hat, aber es gibt die wildesten Theorien. Abtrünnige einer erfolgreichen Droidenrevolution. Vertreter einer Droidenrasse von jenseits der uns bekannten Galaxis. Ich sagte ja, verrücktes Zeug. Aber ganz egal, wo sie herkam, die ewige Flotte ist praktisch nicht aufzuhalten. Und Arkan kontrolliert vom Thron aus jedes einzelne Schiff. Wenn Valkorion mehr als ein Jahrhundert lang diese unaufhaltbare Flotte besaß, warum hat er sie dann nie genutzt, um den Kampf des Sith-Imperiums gegen die Republik zu entscheiden? Da können wir nur spekulieren. Wenn der Krieg nur Teil eines Rituals war, um den Imperator wirklich unsterblich zu machen, hätte der Einsatz der Flotte vielleicht irgendwie gestört. Es gibt aber noch viele andere Dinge zu besprechen. Ich schulde euch 5 Jahre Erklärungen. Und ich brauche ein paar Teile, um dieses Ding wieder in Gang zu bringen. Es wäre auch ratsam, Vorräte und Trinkwasser zu finden.
Zuerst mit Lana freut. Ich helfe euch, alles Notwendige zu finden, Lana. Also gut. Behauptung. Ich werde Patrouillengänge durchführen, damit unsere Position nicht von feindlichen Truppen verraten wird. Braver Hacker. So, ewige Flotte im Messwetter des Grundwassers. Müssen wir jetzt hier lang? Schauen wir mal ganz kurz. Nein, wir müssen hier lang. Das scheint wohl vielleicht unser neues Schiff zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich meine, wir waren 5 Jahre in Carbonit eingefroren. Wir haben vieles verpasst. Ich meine, unser Schiffchen ist ja... ja. Ich meine, wenn wir irgendwie hin und her wieder reisen, ist eine andere Sache. Da haben wir es ja merkwürdigerweise ja wieder. Hier ist irgendwie eine kleine Nebenmission, kann es sein. Eine Kontrolleinheit. Credits, Kommandopunkte. Ja, kann man ja machen, wenn es vielleicht im selben Gebiet ist. Messwerte am Grundwasser. Ach, das ist aber noch weiter weg. Na, das passt ja. Dann ist es ja hier alles in der Umgebung. Wir können natürlich auch unseren Varaktyl nehmen. Schwupp, 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 schwupp. Da ist der erste. Mir wäre beinahe der Weg nach oben gar nicht aufgefallen, ne? Ich glaube, ich wäre dann komplett außen rum gegangen. Haha! Der zweite. Aber ich muss sagen, die Story soweit gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein Add-on, wofür sich das als Abonnent lohnt. Ja, also als Nicht-Abonnent kann man das ja nicht spielen, ne? Die Erweiterung und irgendwas müssen ja wahrscheinlich die Server noch bezahlt werden. Aber so an sich ist es schon cool. Jetzt extra hier lang, weil hier nämlich noch so ein Teil ist. So. Bring die Teile am Rahmen an. Habe ich gemacht. Und nun? 153 Kommandopunkte. Na gut, okay. Wenn es das jetzt so war, dann schauen wir uns mal um. Ach, wir müssen sogar den Weg hier runterlaufen. Wie praktisch. Ach, da unten. Erinnert mich so ein bisschen an Yavin hier. Also wirklich nur ein bisschen. Sieht hier unten aus wie diese Popfolie. Ein verlorener Energiedroide. Aha. Wir haben wieder mehr Platz. So, einfach kompakt. Zack, dankeschön. Oh, warte mal. Aufgearbeiteter klassischer Schlitten. Den haben wir gerade. Kann es sein, dass wir den gerade hier freigeschaltet haben? Durch die Nebenmission? Würde mich jetzt jedenfalls nicht wundern, wenn das so sein sollte. Guti, dann machen wir jetzt nur noch die Messwerte des Grundwassers. Und dann sind wir auch schon dabei, das Schiff dann weiter aufzubösern. Ich denke mal, wir fliegen damit wirklich weg, oder? Tief durchatmen. Sehr schön, sie ist auch noch als Tank eingestellt.
Als ich mit Darth Maar gegen Valkorion kämpfte, wussten wir es sofort. Er war der Sith-Imperator Lana. Ich weiß. Als er niedergestreckt wurde, schlug die Erschütterung in der Macht ihre Wellen. Jeder, der in der Vergangenheit die Präsenz des Sith-Imperators gespürt hatte, auf Siost, auf Yavin 4, wir alle spürten, was geschehen war. Arkan griff kurz darauf an und behauptete, dass ein Fremdling seinen Vater, den unsterblichen Imperator, getötet hatte. Es dauerte nicht lange, bis wir die Wahrheit herausfanden. Welche Seite hat Arkan zuerst angegriffen? Beide. Die Schiffe der ewigen Flotte griffen gleichzeitig Werften und Sammelpunkte beider Seiten an. Im Krieg haben sie Hinterhalte bevorzugt. Die Sensortechnologie auf Sakul hat eine viel größere Reichweite als unsere. Und ihre Schiffe fliegen viel weiter und verbrauchen weniger Ressourcen. Nur Schiffe, die mit Isotop 5 umgerüstet waren, konnten sie abhängen. Aber selbst die waren keine echte Konkurrenz. Ich glaube, wir haben einiges verpasst. Ach, Scheiße. Wie lange haben die Republik und das Imperium durchgehalten? Innerhalb von 3 Monaten war der Großteil unserer Flotte ausgeschaltet oder zerstört. Der Republik ging es genauso. Durch die Flottenüberlegenheit konnten Arkans Streitkräfte beginnen, unsere Versorgungs- und Handelswege abzuschneiden. Im Grunde jeden Schiffsverkehr. Die ewige Flotte schien überall gleichzeitig zu sein. Coruscant und Drum und Kaas waren schon am Ende des ersten Jahres auf sich gestellt. Finde ich cool, dass es jedes Mal, wenn wir jetzt hier was machen... Oh, da ist jemand da hinten. Aber hier sind auch 15 Leute, die diese Erweiterung gerade spielen. Also ist schon eine größere Menge. Wie ging es aus? Die Mitglieder des Rats der Sith kämpften hartnäckig gegen Arkans Angriff an. Und verloren. Am Ende war es das Logistikministerium, das einen Vertrag aushandelte. Kanzlerin Saresh weigerte sich, auf eine Kapitulation einzugehen. Doch der Senat der Republik konnte sie überstimmen. Mehrere Senatoren handelten ihre eigenen Waffenstillstandsabkommen aus. Alle diese Senatoren sind seitdem in Ungnade gefallen oder entlassen worden. Ich bin sicher, ihr könnt euch vorstellen, wer wohl dafür verantwortlich war. Was ist mit dem Orden der Jedi? Sie haben schwere Verluste erlitten, mehr weiß ich nicht. Ich habe Agenten losgeschickt, um weitere Details herauszufinden. Aber es kam keiner zurück. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Bis jetzt haben die Verträge mit Sakul Bestand. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Hört sich ja nicht gerade so prickelnd an hier. So, suche eine andere Grundwasserquelle. Schauen wir mal ganz kurz nach. Müssen wir hier hin? Okay, wir müssen jetzt da durch. Wahrscheinlich ist der andere auch schon da durchgelaufen. Schwupp, 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 schwupp. Noch ein verlorener Energiedroide. Ja, ganz genau, da hinten. Ich ahne es schon. Vielleicht ihr auch. Wenn wir da hinten ankommen sollten, müssen wir garantiert einen etwas größeren Gegner. Na, was habe ich gesagt? Mensch, nee, habe ich echt nicht kommen sehen, ne? Hier, das wird helfen.
ist er. 20 Punkte gibt es immerhin dafür. So. Da oben? Wie kommen wir denn da hin? Ah. Guck mal hier. Eine Grundwasserquelle. Die sieht sogar sehr gut aus. Sprich mit Lana. Kleines Beetchen nehmen. Eine Quelle. Das Wasser sollte trinkbar sein. Die ewige Flotte hat also die Republik und das Imperium besiegt. Wie ging es weiter? Beide Seiten müssen Sakul einen hohen Tribut zahlen. Hauptsächlich Rohstoffe und Ressourcen. Sie haben sich außerdem einem Rüstungsbegrenzungsabkommen unterworfen. Das Imperium und die Republik brechen natürlich beide das Abkommen. Aber sie sind immer noch nicht in der Lage, den Thron direkt anzugreifen. Wer führt die Republik jetzt an? Zaresh hat kürzlich das Ende ihrer Amtszeit erreicht. Aber ihr Ersatz ist eine sorgfältig ausgewählte Marionette. Sie hält immer noch die Fäden in der Hand, auch wenn sie offiziell nicht mehr Kanzlerin ist. Und das Imperium? Nach dem Chaos war nur noch ein Mitglied des Rats der Sith übrig, Darth Asina. Sie herrscht nun als Kaiserin der Sith. Beide Seiten sehen das als Gelegenheit, sich gegenseitig in dieser Schwächephase auszuschalten, anstatt ihre Stärken zu vereinen. Arkan tut nichts, um gegenseitige Gewalt zu verhindern, solange der Tribut gezahlt wird und niemand die Herrschaft von Sakul herausfordert. Er hätte beide vernichten können. Es überrascht mich, dass Arkan nicht beide Regierungen zerstört hat. Er hatte ja ganz offensichtlich die Feuerkraft dazu. Ich glaube nicht, dass Arkan den Wunsch hegt, unseren Teil der Galaxis zu regieren. Im Moment sieht er ihn als Provinz und Quelle für Ressourcen. Im Orbit von wichtigen Welten wurden Sakul-Kampfstationen platziert, um mögliche Unruhen zu erkennen. Es ist aber kein Planet besetzt worden. Die Schiffe der ewigen Flotte patrouillieren auf scheinbar zufälligen Routen, während der Tribut für Sakul alle wirtschaftlichen Fortschritte auffrisst. Was ist mit meinem Team, mit meinem Schiff? Ich habe Verbündete, die gerade nach ihnen suchen. Bei dem Chaos der letzten Jahre wird es aber eine Weile dauern, sie alle zu finden. Bis dahin halten wir uns an uns selbst, Koff und Hakar. Oh, flirten, ja. Ihr seid alles, was ich brauche. Yeah. Solange ihr hier seid, gibt es nichts, was wir nicht schaffen könnten. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist wirklich eine Erleichterung, euch wiederzusehen. Habt ihr deshalb so viel auf euch genommen, um mich zu retten? Bevor man euch gefangen nahm, habt ihr Dinge erreicht, die andere nicht mal versuchten. Ihr habt die Galaxis mehr als nur einmal verändert. Und wenn es je eine Zeit für Veränderungen gab, dann jetzt. Aber da ist noch etwas. Ich spüre es schon, seit ich euch im Carbonit gefunden habe. Es ist eine Kraft in euch. Etwas Neues. Es ist schwer zu fassen, aber ich weiß, dass es da ist. Ja, wir sind mal Wahrheit. Ich denke, ihr habt recht, Lana. Ich glaube, der Imperator, Valkorion, ist in meinem Kopf. Was? Nach seinem Tod gab es einen Energiesturm. Ich kann mich nicht mal richtig daran erinnern, wie man mich in die Carbonitkammer geworfen hat. Und dann, als ich gefroren war, sah ich Dinge. Ich träumte von ihm, von allem, was geschah, als ich weg war. Das kann nicht sein. Ich würde es spüren, wenn er euch kontrollierte. Ich habe genug davon auf Siost gesehen. Ich glaube nicht, dass er mich kontrollieren will, zumindest nicht direkt. Er wollte mich dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Was er auch tut. Wir können sicher sein, dass er immer versuchen wird, uns irgendwie zu täuschen. Ich glaube an euch. Und ich weiß eure Ehrlichkeit zu schätzen. Ich werde darauf achten, ob er einen Einfluss auf euch hat. Doch jetzt bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Was ist mit den anderen? Sie würden es nicht verstehen. Und wie ich schon sagte, wir wissen noch nichts sicher.
Behalten wir die Sache erst einmal für uns. Begrüßung. Es ist eine Freude, Sie so schnell wiederzusehen. Ich bin bei meiner Patrouille auf minimalen Widerstand getroffen. Wie minimal? Beruhigung. Nur ein Sprungtruppensoldat und drei heimische Raubtiere mit schwachen Überlebensinstinkten. Unsere Position scheint zurzeit sicher zu sein, doch ich rate Ihnen bei Ihrer Rückkehr zur Vorsicht. Na, Hacker, schon eine coole Sache. Gute Arbeit, weiter so, Hacker. Dankbarkeit. Es wird mir eine Freude sein. So, sprich auf der Greystone mit Code. Da werden wir jetzt hinreisen. Das ist cool. Dann können wir ganz schnell zurückkehren. Und dann sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen von Star Wars The Old Republic. Und wie immer, wisst ihr, Däumchen und so und Kommis sind gerne gesehen. Von daher lasse ich euch jetzt den anderen Part über. Und ja, viel Spaß außerdem noch bei Lego. Lego Star Wars ist jetzt auch hochgeladen worden. Und um 14:30 Uhr, ich hatte zwischenzeitlich einige Probleme mit der Bearbeitung des Logos. Und außerdem hatte ich kurz noch ein Internet-Down, also Internet-Downfall, ja, also komplett alles weg. Und ja, deswegen kam das jetzt alles ein bisschen später, auch die Bearbeitung jetzt, beziehungsweise das Let's Play ist jetzt auch ein bisschen später, wie erwartet, hochgeladen worden. Ja, also wie immer, zeitlich und so alles, ja, ihr wisst ja Bescheid, kann manchmal ja so zu kleinen Verzögerungen kommen, deswegen, Hauptsache es kommt ja mal wieder was, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und ja, schaut euch Lego Star Wars an. Bis dann, ciao. Möge die Macht mit euch sein.